Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, dann wollen wir mal weitermachen. Das Ding haben wir letztes Mal hier noch platziert bekommen. Dann lassen wir Atreus mal drauf schießen. Ah, eine Brücke da oben. Dann wollen wir hoffen, dass da guter Loot liegt. Oder zumindest was sonstiges Nützliches. Hier liegt gar nichts. Ah, vielleicht auf der anderen Seite. Vielleicht hier. Ah, da liegt schon was. Nochmal so eine Truhe mit Glocken. Wenn ich deine Meinung brauche, frage ich dich danach. Genau, so sieht's aus, Atreus. Ist doch nichts schlimm hier dran, heiligen Tempel zu plündern. So, also zwei von diesen Leuchtteilen habe ich gesehen. Vielleicht ist die dritte ja da. Das sieht zumindest ein bisschen glockig aus da. Ah, ne, hier ist sie. Das ist gut zu wissen. Also, dann mal der Reihenfolge wieder nach. Zuerst der Bogen. Dann das R. Und dann das Ding da. Hätte es geklappt? Fuck, hat nicht geklappt. Na gut, dann muss ich schneller sein. Bogen. Nicht hängen bleiben. So, jetzt aber. Nee. Was mache ich denn falsch? Jetzt aber. Jetzt hat's geklappt. War ich wohl vorhin einfach zweimal zu langsam? Das passiert mir ab und zu. So, und was bist du? Ah, nochmal so ein Blutmet. Na gut. Sie haben drei Hörner mit Blutmet gesammelt. Maximale Rage erhöht. Ist das nicht schön? Oh. Ist ja ein ganzer Balken, der dazu kommt. Das ist wunderbar. So, aber arg viel kann ich von hier oben tatsächlich nicht machen. Da war nur die Kiste drin. Gut, was heißt nur? Ist ja schön, dass er drin war. Können wir weitergehen? Vielleicht. Noch nicht ganz. Den knüpfe ich mir noch mal vor. Ja, damit. So. Und dann irgendwie hier. Also, ich muss zuerst die Dinger hier wegmachen. Na? Ah, das hätte ich von oben machen müssen. Von hier treffe ich doch nicht. Also, das sind drei Ranken. Oder wie ich die Teile auch nennen soll, Tentakeln. Die müssen wir wegmachen. So, nochmal nach oben. Und dann gut zielen. Und dann hoffen, dass wir alles getroffen haben. Ja, das sehen wir ja dann schon. Na komm. Ja. Das war ein guter Einfall. Und erledigt. So, dann wieder nach unten. Hätte vielleicht auch einfach von der Lichtbrücke hüpfen können. Jetzt chill doch mal. Wieso bist du so ungeduldig? Der wird's nie zu was bringen, wenn er hier den ganzen Loot entsagt. Jetzt kannst du die Schale erreichen. Ja. Und wie? Hier durch. Und hopp. Okay. Die Ranken mussten wir also so oder so wegmachen. Was bedeutet das? Samen. Prägt dir die Form ein. Ja, ich weiß. Okay, das sind also Samen. Meine sehen immer Lies anders vor. aus. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Samen ist richtig. Dämliche Rätsel. Na, ein Glück bist du schlau. Also, es ist doch eine Tür. Nett bist du auf jeden Fall gerade nicht. Entschuldigung, dass ich dich so lange allein gelassen habe. Können wir die jetzt aufmachen? Oh. Servus. Ich glaube, das sind die Guten. Gern geschehen. Könnten sich ruhig mal bedanken. Rondalo, na
Na toll, der mit den Hörnern ist wieder da. Oh, sehr schön. Jetzt kriegt der aber noch aufs Maul. Mensch, der beschwert sich aber an einer Tour. Er wird zurückkommen. Ja, das hoffe ich doch. Wie ist der jetzt schon wieder abgehauen? Dude, komm zurück. Will dir doch ins Maul hauen. Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also? Mensch, bist du schlecht gelaunt, Atreus. Hast du schlecht gefrühstückt? Er antwortet mir nicht. Also nehme ich mal an, dass es so ist. So. Wunderschön, wir sind angekommen. Hey! Das Ding ist hier zumindest auf. Wie ist das denn passiert? Her mit meiner Kriegsbeute. Hab zwar nicht ich erlegt, aber zählt trotzdem. So. Ja, an die Truhe wollen wir natürlich auch ran. Sehr schön. Bisschen Hacksilber für den Weg. Und du willst da lang und ich will mal schauen, was hier links ist. Da ist ja gerade extra so eine schöne Lichtbrücke. Ich weiß. Der ist sehr ungeduldig. Ich muss doch hier noch alles plündern. Ne, zumindest haben wir hier eine Kiste noch irgendwann mal gelassen. Na, was ist denn da unten drin? Vielleicht hatte Atreus ist gehüpft. Aber wohin ist er gehüpft? Nach hier unten? Ne, das kriege ich nicht hin. Schade eigentlich. So, dann müssen wir mal schauen, wo es lang geht. Vielleicht hat Atreus ja recht und wir gehören hier gar nicht mehr hin. Wir müssen woanders lang. Na gut. Ich vertraue mal meinem Sohn. Bevor der hier noch einen Wutanfall kriegt. Oh je, was für ein Wetter. Na toll. Ich kann noch was. Es gibt Licht. Das muss reichen. Gott, sehr gut. Komm, Sohnemann. Auf sie mit Gebrüll. Erledige sie, Junge. Ich kann doch auch hier zielen. Ja, irgendwie so. Die ist ganz gut im Ausweichen. Aber auch nicht so gut. Komm schon. Ja! Oh, die muss zum Kieferorthopäden. Das Knacken kann nicht gut gewesen sein. Nein, weg mit deinem Gift. Ah, lach doch nicht so dämlich. Wer kriegt hier aus Maul, du oder ich? Ja gut, im Moment ich. Aber wart's nur ab. Ja! Schnapse dir Kratos. Na, jetzt lachst du nicht mehr, du alte Sabberhexe. Und ich werd wütender. Nutze deine Ohren. Pass dich an. Mach ich ja. Na gut, pass dich mehr an. Ich habe da noch so einen Kristallslot gefunden. Wir finden einen Kristall. Na gut, zumindest bin ich sehr überzeugt von der Sache. Da ist doch ein Kristall. Eine Lichtbrücke nach da. Und eine Truhe, die ich gerne für mich beanspruchen würde. Wo ist denn dieses schlonzige Teil, die ich durchschießen muss? Axt ist zumindest wieder da. Da ist auch sowas. Sehr schön. Dankeschön, Junge. Wo bist du denn? Du bist auf jeden Fall gleich tot. Dich mal nicht so rangeschlichen von vorne. So.
Ja, Gesundheit ist eigentlich wieder gut. Kann ich damit was machen? Muss ich die rotieren? Axt! Nee. Sah ein bisschen so aus, als ob man die rotieren könnte. Kristall fehlt hier auch. Tür ist dementsprechend verschlossen. Nee, gut. Haben wir ja noch zwei andere Türen auszuprobieren. Es sei denn, wir kommen hier von links. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Sah gefühlt heller aus. Okay, hier ist definitiv der Aufzug. Das heißt, wir müssen eigentlich von hier gekommen sein. Sieht jetzt halt so dunkel aus. Na gut, dann wollen wir einmal nochmal so ein Vieh. Ja, ist ja gut. Schieß ihn mit dem Bogen ab. Gut, den Rest mache ich jetzt. Oder nicht ganz den Rest, aber so ziemlich den Rest. Ach, ich mag's, wohin sich mein Charakter entwickelt. Er kriegt gleich wieder einen Schreikrampf. So, jetzt bräuchte ich ein Kristall. Sonst geht's hier auch nicht weiter. Aha. Man muss nur ab und zu nach oben gucken. Jetzt kommt ihr raus. Darauf habe ich doch die ganze Zeit gewartet. Ja. Der wird sich nicht mehr beschweren. Ja. Alle tot? Gut. Kannst du das Ding wirklich tragen? Nicht, dass du hinterherhinkst, wenn wir angegriffen werden. Sei wachsam und still. Ja, vor allem den Stillpart, Atreus. Muss mich hier nicht beleidigen. Natürlich kann ich alles tragen. Zur Not lasse ich es halt fallen. Nochmal. Nochmal Kriegsbeute für mich. Ein leerer Raum. Na gut. Alles eingesammelt, was nicht nied- und nagelfest war. Dann wollen wir mal mit dem Ding weiter. Weiß schon genau, wo ich das reinrahmen möchte. Na, Atreus hatte vielleicht doch mal wieder recht. Ich hinke ein bisschen. Aber zumindest wäre man gerade nicht angegriffen. So, wäre die Frage, ob hier unten es dann weitergeht oder ob ich es zuerst in den anderen Raum da tun sollte. Ich glaube, wenn wir das hier machen... Oh, probieren wir es einfach aus. Junge, schieß. Ich weiß, wie das geht. Nicht gut. Okay, da geht's definitiv weiter. Ich baue den nochmal kurz aus, die Glühbirne hier. Wir haben hier noch einen anderen Raum auf der anderen Seite. Da könnte sich der auch als äußerst praktisch erweisen. Was sind das für blutige Schmiere hier an der Statue? Hat aber jemand viel Blut verloren? Müssen unsere Gegner gewesen sein. So. Dann erfahren wir hoffentlich, was hier hinter den Türen lauert. Vielleicht ein Händler. Wird mich nicht überraschen. Aha. Rätsel. Jetzt kann man die Teile vielleicht drehen. Also wir brauchen Bluetooth, ein umgedrehtes M, ein F und ein Y, wo sich jemand nicht sicher war, wo der zweite Strich hinkommt. Okay, ich würde mal sagen, da muss das B hin. B. B. F. N. Okay, das ist nicht das Richtige. Das ist auch nicht das Richtige. Vielleicht ist es andersrum, also dass hier das F ist. Was? Das ist jetzt einfach... Nö, ist nicht offen. Okay. F ist da. Dann schauen wir mal, ob wir hier ein B haben. I. Also da ist zumindest ein B. Oder kann man das hier noch an den Wappen irgendwie ablesen? Nö, sind verschwunden. Gut. Dann ist das spiegelverkehrt. Das heißt, das ist dieses komische Y. Ach, ist auch noch getimed. Gut. Mist. Nee, ist nicht getimed. Keine Ahnung. Nicht das, sondern... Ja! Irgendwie habe ich es geschafft. Obwohl ich das Rätsel nicht zu 100% verstanden habe. Aber zum Glück musste das auch nicht sein.
Wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dann kann ich beim nächsten Mal vielleicht rausfinden, was ich eigentlich hätte tun sollen. Schulterpanzer, ein Schuppenruhen-Schulterpanzer, um genau zu sein. Boah, den steckt man in die Gefängnisbrieftasche und dann geht's weiter. Die Axt lasse ich natürlich nicht hier. Genauso wenig wie meine schöne Energiesparlampe. So. Und dann sind wir die gleich los. Ich glaube, wenn wir die in die letzte Fassung tun, dann können wir die ja nicht mitnehmen. Wir müssen ja über die Brücke. Käme mir schon dämlich vor, wenn ich das jetzt eine ganze Episode mit mir mitschleppen müsste. Also gemein ist das Spiel ja nicht. Hoffe ich zumindest mal. Also das kriegt man auf jeden Fall hier rein. Atrio, schieß! Sehr schön. Und jetzt einmal nach oben und einmal rüber. Ja, was mit der Kiste ist, keine Ahnung. Hätte man vielleicht von der anderen Seite was machen sollen. Aktuell habe ich nicht so viel Ahnung. Und hier ist... Die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ja, das ist der Plan. Ich will hier auch raus, aber du siehst mal wieder das Offensichtliche nicht. Diesen Bogen da. Die letzte Rune, die wir irgendwie abaxten müssen. Die muss doch hier irgendwo rumliegen. Vor allem jetzt ist so schön dunkel. Das müsste man doch locker erkennen. Ja, Atrius, du musst nur ein bisschen warten. Oh. Her damit. Hacksilber. Diesmal wohl keine Kriegsbeute. Atrius, wir verschwinden gleich, okay? Papa muss noch mal ein bisschen schauen, was hier so Sache ist. Weiß aber auch nicht, wie ich da reinkomme. Ich meine, durch das Schloss komme ich hier immer noch nicht. Seltsam. Also durch das Tor. Vielleicht dann doch später drehen kann ich nichts. Gesundheit aufnehmen kann ich, aber die bringt ja nichts. Nö, nicht mal EP gibt's dafür. Oh, da ist auch einer voll dagegen geklatscht, so wie das aussieht. War bestimmt sehr schmerzhaft. Pech für meine Feinde. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein, das letzte Ding da zu finden. Liegt das hier irgendwo in der Ecke? Komm, es leuchtet doch hellblau. Aber nicht das da unten. Natürlich kann ich das hier nochmal drehen. Gleich springt es uns dann ins Auge. Oh, Atreus, du hast mich gerade ziemlich erschreckt. Du hast mich gerade ziemlich erschreckt, mein Freund. Kann doch gar nicht sein, dass man dieses Ding hier nicht finden. Und deswegen zu googeln, finde ich albern. So. Hier waren wir doch auch schon. Aber jetzt können wir zumindest hier noch ein bisschen was einsammeln. Oh. Hier war wieder Kriegsbeute drin. Okay. Diese Feuer, Flammen, Fackelhalter. Damit kann ich wohl nicht viel anfangen. Kann ich nicht mal kaputt machen. Ja gut. Dann gehen wir noch einmal hier lang. Und dann brechen wir in Verzweiflung aus, weil ich diese scheiß letzte Rune nicht finde. Achso. Auch nur ein leerer Raum. Ja, das bringt nichts. Sind wir vorhin nicht irgendwie da? Konnte man nicht hochklettern? Ich weiß es nicht. Komm schon, ein leuchtendes Ding. Kann doch nicht so schwer sein. Dann gehen wir nochmal hier rein. Holen die Axt. Hier haben wir nämlich schon alles gelootet. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich finde es einfach nicht. Und ich will uns jetzt nicht ewig hier aufhalten. Könnt ihr einen Kommentar hinterlassen, wo es denn war. Irgendwann werden wir zurückkommen können und dann... Na? Na? War es da? Hat sich gerade so angefühlt, als ob es hier hinter einfach leuchtet. Da schaue ich nochmal ganz kurz an die Wand und dann... Dann gehen wir aber. Achso, ich kann hier ja nicht rum. Zumindest von der Seite nicht. Und hier hinten hast du dich auch nicht versteckt. Merkwürdig.
Ich habe das Gefühl, ich habe es da erspäht. Hier ist zumindest irgendwas, was blau leuchtet, aber keine Rune, zumindest keine, die ich irgendwie treffen könnte. Kann ja auch noch nicht klettern. Fliegen kann ich auch nicht. Na gut. Ich muss sagen, ich bin blind. Aber es hilft ja alles nichts. Na gut. Geh mal hoch. Ich habe mein fast Möglichstes versucht. So. Raus aus der Dunkelkammer hier. Na? Muss ich noch was drücken? Jetzt. Oh. Hast du dich im Sand versteckt? Wie hast du das denn gemacht? Atreus, Pfeile. Guck mal, ich bin wütend. So wütend bin ich. Hau dir aufs Maul. Wo bist du hin? War ja wieder Verschwendung. Ja, ich bin doch ausgewichen. Na, komm schon. Aufs Maul, Atreus. Wo ist er hin? Komm schon. Nein. Er hat mich geblendet. Wie viel hältst du denn aus, Kollege? Nicht ausweichen. Das darf nur ich. Ja, ich ja. Ist ja recht. Au. Lass mal ein bisschen Hell fallen. So. Junge, ich habe hier leichte emotionale Probleme. Oh, du kannst mich wiederbeleben. Dankeschön. Und schön, dass der andere währenddessen zusieht. Mir ging schon mal besser. Mir ging schon mal besser. Vielleicht kämpft man lieber draußen. Vielleicht kämpft man ja lieber draußen. Kann ich besser ausweichen. Oh, meiner Gesundheit geht's echt nicht so gut. Ja, das muss ich, glaube ich, nochmal machen. Weich doch nicht immer aus, Kollege. Alles gut, Sohnemann. Alles gut. Ich hab jetzt eine Strategie entwickelt. Wir müssen einfach nicht sterben. Achso, ich muss was drücken. Na gut. Ich finde, das ist eine hervorragende Strategie. Der würde ich mal nachgehen. Das lass mal vielleicht für später da liegen. So. Komm schon. Her mit dir, du Sandwurm. Haben wir es dann jetzt mal aus dem Klammergriff geschafft? Mehr ausweichen. Atreus! Feuer! Au, au, au. So, jetzt aber schön aufs Maul und du haust nicht ab, Kollege. Würde sagen, das klappt ganz gut. Nein. Machst du es wieder dunkel? Ja. Tschüss. Kann ich gar nicht leiden, wenn ich nicht sehe, wo die Gegner sind. Auch wenn es nur einer ist. Nein. Weg mit deinen Explosionsminen da. Aha. Bei der Attacke bin ich mir nie sicher, wie ich sie wirklich aufrufe. Da mache ich ein bisschen Button-Mashing. Smashing.
Wie auch immer. Das muss ich noch rausfinden und dann läuft es. Aber ich kann ja ausweichen. Guck mal, hier liegt Gesundheit. Nein! Bleib mir fern. Ja! Fast getroffen. Ich sollte nicht in den Explosionsradius gehen. Ich hab's gewusst. Ah, diesmal läuft schon besser. Nein, weg hier. Ja, Atreus, mach mal mehr Schaden. Papa hat Probleme. Atreus! Ah, jetzt ist der Typ wieder so weit weg. Ich weich doch aus. Atreus, Wiederbelebung. Dankeschön. Komm, hier liegt doch irgendwo noch Hilfe. Die muss ich nur bekommen. Ja, ja, ist gut. Hier lag sie. Ja, zumindest ein bisschen. Der ist echt wütend geworden. Dabei bin ich doch der Gott des Krieges. Ja! Und jetzt stirb! Nein, weg hier! Ach du dämlicher Kratos. Bleib doch nicht im Explosionsradio stehen. Renn! Renn, bis du was siehst. Wir kriegen ihn. Es wird knapp, aber wir kriegen ihn. Jetzt aber! Ja! Und ab mit der Rübe! Ha, du warst ein ganz schöner Brocken. Um ganz sicher zu gehen. Wir haben nichts verstanden, Bro. Nein, das kann nicht sein. Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler. Ja und warum? Was haben wir denn gefunden? Zorn des Wolfes. Beschwört einen Spektralwolf, der sich dreimal auf Gegner stürzt. Ist das sowas wie eine Handgranate? Sie haben eine Runenbeschwörung erhalten. Runenbeschwörungen können im Waffenreiter am Klauenbogen ausgerüstet werden. Halten Sie F gedrückt, um Runenbeschwörungen zu aktivieren. Aha. Atreus, du kriegst jetzt Zorn des Wolfes ausgerüstet. Jo, bitteschön. Haben wir Ihnen geholfen? Ich. Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Ja. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Ja. Wahrscheinlich. Na gut. Nach dir. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Ich hab keine Ahnung mehr, was das Sandrätsel war. Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ja. Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Ein guter Punkt. Atreus. Vergiss es. Es tut mir leid, ich bin halt nicht der beste Vater. Hab ich mir nicht ausgesucht. Das Kondom ist anscheinend gerissen. Oh, da hinten ist auch so eine Leuchtfigur wieder. Muss aber in die andere Richtung laut meinem Map-Marker. Vielleicht können wir hier nur kurz andocken. Irgendwo wird man bestimmt andocken können. Lichtalbufer. Ja, ist ein Ufer, aber kein Dock. Das bringt mir also gar nichts. Na gut. Oh. Zurück. Kratos, wir müssen zurück. Kannst du deine Axt ausrüsten? Nein. Vielleicht ist das ja ein Skill. Vielleicht können wir es irgendwann. Na gut. Dann ist mein Wegpunkt aber trotzdem in die Richtung und nicht da, wo es so schön leuchtet. Also wir wollten ja eh nur den Bogen auffüllen. Na gut. Dann Volldampf voraus.
Dafür, dass er so stark ist, ist das Paddeln überraschend langsam. War sie nicht? Wer? Na, sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Ich hab deine Mama geliebt. Ich weiß, es war nicht leicht. Ja. In dem Licht waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen, wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard, zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen? Ich glaube, hier gibt's noch mehr zu sehen. Mein Symbol für die Quest geht nach hier. Was wolltest du noch über den Krieg erzählen? Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder gewinnen. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Boah. So kann man es natürlich auch sehen. Ihr wart beschäftigt. Ja, ich war beschäftigt. Ich bin bekannt für meinen Blick für Details. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Oh, die können nicht alle behalten. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Nivelheim für einen Wetzstein gereist. Ha, war bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super, oh. Danke schön. Was willst du dafür? Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Okay, du willst nur den Wetzstein, den kannst du haben. Ich rate euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. Ach, abscheulicher als ich sind die bestimmt nicht. Oh, nein, keineswegs. Er ist tot, glaube ich. Oh, tut mir leid. Nein, das muss es nicht. Diese Dinge passieren, wenn man von Welt zu Welt reist und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. Das stimmt, das kann tödlich enden. Also verlorene Gegenstände. Sie haben einige verlorene Gegenstände. Das sind Gegenstände, die Sie auf dem Schlachtfeld hinterlassen haben. Klicken Sie, um das verlorene Gegenstände-Menü auszuwählen. Graviertes Wappen der List, moderate Bonusaktivierung, Chance auf einen Segen der Abklingzeit bei jedem erfolgreichen Block. Okay, nehmen wir das mal mit. Keine Ahnung, wo ich das schon wieder liegen habe lassen. So, können wir hier was verbessern? Den Waffenrock, oh. Sogar deutlich Abwehr und Vitalität nach oben. Stärke, Abwehr, Wildschweinhaut. Die Schuppenpanzer sind aber auch ganz cool, vor allem im Gelb. Aber jetzt haben wir uns letzte Episode erst umgezogen. Jetzt verbessern wir mal das, was wir erst haben. So, das passt. Schließen. Dann haben wir doch bestimmt noch irgendwas für die Leviathan-Axt. Nicht genug Ressourcen. Da bräuchte man eine Frostflamme für. Okay, herstellen. Armrüstung vielleicht. Ja, das sieht doch gut aus. Vitalität nach oben einmal verbessern. Nee, ich werde hier nichts freiwillig sauber halten. Und Hüftrüstung. Oh, ein Runenkriegsgürtel. Mach mal aber hier auch Abwehr und Vitalität nochmal nach oben. Das können wir uns gerade noch so leisten. Wunderbar. Und dann haben wir vielleicht die Chance, irgendwo noch Runen reinzutun.
Rüstung. Waffenrock. Zu den Plätzen. Auf die Plätze, fertig, los. Wappen der List, Abwehr, Runen, Symbol Wahrheit. Gibt zumindest eine Stärke dazu. Her damit. So, in meine Armschienen kommt was? Runen, Abwehr, Runen. Meinetwegen Runen. Machen die ein bisschen mehr Schaden. Und da unten kommt, glaub, auch irgendwas mit Runen rein. Oder Abwehr. Na, Abwehr nur 2. Glaub nicht, dass das so viel bringt. So. Das sollte jetzt aber passen. Kann ich irgendwie hier... Ein weitschwingender Angriff, der mittelschweren Frostschaden verursacht. Okay, Q plus links Druck. Und das hier ist Q plus rechts gedrückt halten. Das passt. Achso, gedrückt halten. Na gut. Das war das, wo ich vorhin nicht sicher war, wie ich es denn beschwöre. Aber anscheinend hätte ich es einfach nur halten müssen. Man lernt ja dazu. Ist ja schön, dass das funktioniert. Es ist noch nicht alles verloren. Oh, wieso leuchtet das denn jetzt so lila? Die hab ich doch schon gelootet. Und wo ist mein Junge? Komm her, Junge. Vater, ich muss dir etwas beichten. Oh je. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das ich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, wovor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Sehr gut. Ist ja eine praktische Fähigkeit. Mich in so ein Pferd zu versetzen, wäre manchmal gar nicht so schlecht. So, hier haben wir ja alles geplündert. Na gut, dann wollen wir einmal zurückkehren. Müsst ihr irgendwo hier den Durchgang geben? Will wer aufs Maul? Nö. Gut, hier könnte man auch theoretisch schnell zum Händler zurückreisen. Ist egal. Wir nehmen den offiziellen Weg. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Ja, es wäre jetzt auch mein Plan gewesen. Midgard müssen wir zweimal nach rechts, glaube ich. Jötunheim, Vanaheim, Muspelheim, Niflheim, Asgard, Savartalfheim, Helheim, Alfheim, Jötunheim. Nicht verfügbar, Welt gesperrt. Ich dachte, wir können zurück. Wo ist denn Midgard? Midgard ist der Mittelpunkt der Welten. Drücken Sie R. Achso, einfach R drücken. Na gut. Verrückte Vorstellung, dass alle Welten am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Ja. Das Prinzip habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber verstehen muss man jetzt zum Glück auch nicht alles. So, dann schlag mal wieder deine Wurzeln, ich will zurück. Hallo. Dankeschön. Bist du der richtige Ausgang? Siehst aber cool aus. Ja, scheint funktioniert zu haben. Und jetzt müssen wir hier eine Besenkammer plündern. Dein Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Nur ein bisschen. Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. So, so. Hat er unser Mädchen versaut? Das Mädchen ist schon versaut. Aber richtig gut. Auch ein blinder Schwein furzt gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Mhm. Aber weißt du, was wirklich zählt?
Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Aus allen Öffnungen? Oh, ich habe ein Zeichen der Zwerge erhalten. Verbessert. Dankeschön. Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Um was denn? Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Völlunderminen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Noch so einer. Mit einem hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Nicht wirklich. Wenn ihr Antwari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Oh. Na gut. Dann kriegt mal tolle Artefakte. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Sehr gut, wenn er noch lebt. Na gut, aber ich würde sagen, das reicht schon wieder für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.